Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Camperinnen und Camper. Ich nutze die Zeit hier in Bad Waldsee und stelle euch wieder mal einige aktuelle 2021er Detlefs-Fahrzeuge vor. Hier im Erwin Hümer Center Bad Waldsee steht eine reichhaltige Auswahl. Das ist schon mal richtig gut. Wir gehen noch einige Modelle ab. Ich will ja alle verewigen und hier stehe ich gleich vor dem ersten, einem teilintegrierten, und zwar einem Detlefs Trend T6717EB. Wie immer, wenn er ausgezeichnet ist, filme ich mal hier über die Auszeichnung. Und schöner 6,96 Meter langer teilintegrierter, 2,33 breit, 2,94 in der Höhe. Und ja, klassisch kompaktes Reisemobil mit 7 Meter kompakt, das kann man durchaus noch sagen. Interessant ist natürlich, dass ich den mit zwei Personen bzw. mit Hubbett auch noch mit 3,5 Tonnen relativ problemlos fahren kann. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, sind die Radkappen. Die dürft ihr euch jetzt vorstellen. Und ansonsten in der bewährten Detlefs-Manier qualitativ wirklich gut gebaut. Ich bin ja mit dem Puls jetzt seit einigen Monaten fleißig unterwegs. Und von all den 26 Fahrzeugen, die ich in der letzten Zeit bewegt habe, in den letzten knapp über 4 Jahren, mein absoluter Liebling nach wie vor. Der Trend ist jetzt wirklich vom Preis her eine interessante Geschichte. Ich möchte jetzt nicht sagen Einsteigerfahrzeug, aber eben in diesem preisbewussten Bereich zwischen 50 und je nach Ausstattung 65 bis 70.000 Euro. Große Heckgarage, problemlos mit 2 bis 3 Fahrzeuge, wenn sie gegenläufig drin sind. Entschuldigung, Fahrzeuge, Fahrräder natürlich zu bestücken. Man kann natürlich auch mit dem Fahrradträger arbeiten. Campingstühle und Tisch passen auch noch rein. Beleuchtung ist drin, Steckdose ist drin, so wie sich das für 2021 gehört. Dann gehen wir gleich mal rein. In die gute Stube, habe ich ja schon lange immer gesagt. Große Eingangstür. Das ist ein Riesenvorteil. Das genieße ich wirklich ganz, ganz stark. Das ist ein ganz, ganz bequemes Ein- und Aussteigen. Und man hat natürlich auch viel Luft. Und gerade im Sommer, wenn die Tür offen ist, an schönen Tagen und bei guten Temperaturen, hat man einfach noch mehr Aussicht. Schön ausgestattet ist er auch. Ich sehe hier schon, wie es jetzt gerade im Trend ist. Das große Navigationssystem von Zeneck mit dem großen Bildschirm, Klimaautomatik, 6-Gang-Schalter. Und ich habe gut Stehhöhe. Natürlich unterm Hubbett ist es bei den teilintegrierten nicht ganz möglich mit meinen 2 Meter Größe, aber durchaus ausreichend. Es ist auch ein wirklich ordentlich großes Hubbett. Da hat man zu zweit ganz bequem Platz. Hier am Eingang eine tolle Geschichte. Wundert euch übrigens jetzt nicht über den Ton. Ich habe natürlich, wie sich's gehört, ich bin in einer Ausstellung auch eine Maske auf. Deswegen müssen wir damit momentan natürlich vorlieb nehmen. Steuerung und so weiter, das sitzt alles am Eingang, gut im Zugriff. Ja, und für viele wichtig der Platz für die Kaffeemaschine, Fernseher. Hier sind auch die Anschlüsse, Steckdose vorhanden. Und die Nette ist natürlich klassisch. Tisch kann man verschieben. Hubbett manuell, einfach runterziehen. Rück gerade wieder mal meine Maske zurecht. Ein richtig großer Kleiderschrank mit dem Elektrokasten im weitesten Sinne. Da sitzt natürlich der FI-Hauptschalter drin. Wenn ihr am 230 Volt Netz mit Strom versorgt werdet und eine wirklich ausreichend große Winkelküche, dann hat man hier oben, ich zeige es euch mal, über der Küche ein großes Fenster quer eingebaut, also in Längsrichtung. Das ist schon mal praktisch. Dann hat man wirklich schön Licht. Weitere Dachluke natürlich über dem Einzelbettbereich. Und da gibt es 2 verschiedene Bettlängen. Einmal, wie meistens bei den Einzelbettfahrzeugen, eine Seite. Hier ist es die Beifahrerseite, ein bisschen länger. Natürlich kann man das Ganze auch noch bestücken mit einer weiteren Matratze. Kommt dann hier drauf. Und dann nimmt man die Leiter, die da oben drauf liegt, hängt sie da vorne ein und dann kann man auch hier so einsteigen, wer das denn möchte. Also Matratzen
auch die besten Matratzen, die ich jemals geschlafen habe, im weitesten Sinne, jetzt in den Detlefs Puls GT. Und das sieht mir nicht nach minderer Qualität aus im Trend. Und das Schöne ist auch im Bad, ich habe hier eine echte Klappdusche. Wie das funktioniert, habe ich schon ganz oft gezeigt. Eigentlich ganz einfach, man entriegelt hier und klappt das Ganze rüber und los geht's. So einfach ist das. Der Radkasten ist gut integriert. Das Brett kann man jetzt beim Duschen drin lassen oder rausnehmen. Ich würde es immer rausnehmen. Aber wenn man immer gut nachwischt und nachtrocknet, ist das auch kein Problem. Und diese Klappduschen, die haben sich ja wirklich richtig gut bewährt. Platz ist genug, auch auf der Toilette. Und wenn man dann eben in der Dusche ist und die Tür schließt, dann nimmt man halt noch hier die Verriegelung weg, klappt das rüber und dann wird auch nichts nass, was nicht nass werden sollte. Es ist aber trotzdem eine richtige Nasszelle dadurch. Kühlschrank, ausreichend groß. Der ist hier untergebracht. Und zur räumlichen Abtrennung Richtung Schlafzimmer kann man natürlich auch nochmal einen Vorhang hier oben zuziehen. Das ist wirklich ein Fahrzeug für 4 Personen. Ganz unproblematisch und ein schönes Raumgefühl durch die Möbel, das zweifarbige, schön abgestuft oben. Ich werde aber natürlich noch weiterziehen und nochmal weitere 2021er hier suchen im Hümerzentrum Bad Waldsee. Da hören wir uns gleich wieder. Bis gleich, der Camper Tobi.